Den nehme ich einmal raus. Ja, okay. Glaub nicht, dass das was wird. Wenn da halt schon die Brücke so gezeigt wird. So. Hat der vielleicht was? Glaub nicht. Oder? Nee, nur müssen. Ah, nee. Okay. Er sieht überhaupt nicht danach aus. Aber ich bin ja schon da. Das heißt, ich müsste ja eigentlich vor der Brücke runter, aber das ist ja gar nicht mal der Fall. Okay. Das heißt, wir müssen irgendwie erstmal an Punkt Nummer 1 vorbei, das ist der Panzer, oder? Ah, guck mal doch. Ah, okay, da fährt ein Boot. Und da können wir dran vorbei. Aber da brauchen wir wahrscheinlich jetzt einen Gebolzenstein. Den hätte ich wahrscheinlich... Nice work, Chevalier. That's my way in. Am Bolzenstein fehlt. Den hätte ich wahrscheinlich jetzt da oben haben müssen. Das Boot, ne? Hätte er nicht einfach so rausnehmen? Wahrscheinlich nicht, ja. Ja, obwohl, doch. Ich hab jetzt gedacht, dass ich das irgendwie in die Luft sprengen kann, aber... Scheint wohl nicht der Fall zu sein. So, nehmen wir die beiden einfach mal raus. Ja. Ah, okay. Aber ob das großartig was bringt, ich habe jetzt ultra viel Munition aufgewendet. Better move it. Ich habe jetzt gedacht, dass es funktioniert, das irgendwie entspannter. Na gut, egal. Gut, nichtsdestotrotz müssen wir einen Bolzenschneider finden. Ich hoffe mal, dass hier oben einer drin ist. Auch raus. Klar, das ist jetzt übelste Munitionsverschwendung. So stark wollte ich jetzt eigentlich gar nicht reingehen. In der Schloss knacken. Sehr schön. Da ist auch der Bolzenstein drin, den ich haben möchte. Also kann man sich doch rein theoretisch an der Seite vorbeischlängeln. Man muss die beiden hier einmal kalt machen. Sprengladung nehmen wir noch mit Panzer. Was brauchen wir jetzt nicht? Oder? Ah, komm. Brauchen wir nicht. Ich glaube, wir können es auch ohne schaffen. Sollte jetzt nicht so das Problem sein. Could be handy. So. Sehr schön. Dann geht das Ding mir erstmal nicht wieder auf den Nerven. Klar, die sind da oben wieder ein bisschen alarmiert. Wir haben auch nur noch 16 Schuss. Ist jetzt auch nicht so geil, aber hey. Wir haben immerhin mal ein Fahrzeug zerstört. Oder... Ja, Griff halt. Breached. Now to breach the base. I'm coming for you, Kraken. Must be where the lake launch site is. Got to get in there and take it out. Na, guck mal jetzt an. Packen wir uns mal das Schloss, nehmen den raus und mal gucken, was hier so drin ist. Da wäre sogar noch mal ein weiterer. Ein anderer Weg. Grundgütiger. So, die beiden sind raus. Sehr schön. Das heißt, ja gut, Feinde machen Jagd, aber so an sich sollten sie es eigentlich nicht wissen. Irgendwas gefunden da drin? Ne, TNT ist jetzt auch nicht so das, was man jetzt unbedingt haben möchte. Die interessante Sache ist halt, dass die nicht so wirklich raffen, dass ich... Naja, sie sehen mich halt. Ja, das ist egal. Solange die halt kein...
Kein Dingens rufen. Keine Verstärkung, ist es mir eigentlich vollkommen egal, ob da. Ob ich da beschossen werde oder nicht. Den hier. Das läuft nicht gut. Will ich noch so schnell wie möglich mitnehmen. Sehr schön, da hinten könnten wir uns da. Looks like the system's automated. Should make sure the capsule will misfire first before I touch anything. Okay. Da können wir schon mal öffnen. Haben wir hier überhaupt irgendwas, was man jetzt so mitnehmen kann? Nee. Schade. Aber gut. Ist ja trotz, ja, mäßiger Anfang, sage ich jetzt mal. Ist natürlich extrem unlucky gelaufen, dass mich da das, ja, das Ding jetzt da geholt hat instant. Anhängen? Nee. Capsule has to open to fire the V2. Breaking the release mechanism should cause a misfire. Have this thing take itself out. Soll ich den Daten jetzt kaputt machen? Hä? Das Ding soll ich irgendwie sabotieren, weil ich kann da ja nicht hin. Waffenkammer. Muss ich das von hier aus irgendwie steuern? Muss ich das von oben steuern? Weil ich komme da ja an sich nicht hin. Kann ich was machen? Nee. Soll ich das machen? Gibt mir auch keine. Keine. Anbasteln? Nee. Das Ding kann ich nochmal. Okay, da fehlt eine Brechstange. Wie kann ich das Ding da kaputt machen? Ah! Auf Luke schießen. Ah, alles klar. There. So. V2 will fire, but the capsule won't open. Just gotta sit back and watch the fireworks. Okay. Ja, gut. Dazu drauf muss man erstmal kommen. Ich dachte, ich muss die Luke irgendwie zumachen oder sonst irgendwas. So, damit haben wir das schon mal soweit geklärt. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Haben wir das schon mal sabotiert? Ich call that a success. No one's launching anything from that anymore. Sehr schön. So, dann schleichen wir uns hier mal raus. Oh ja, guck mal an. Irgendwie hoch. Komme ich hier irgendwie hoch oder was soll mir das bringen? Oh, das bringt mir gar nichts. Ich hätte wahrscheinlich von oben hier reinfallen können und das war's dann. Ja, gut. Okay, das heißt, wir müssen doch außen lang gehen. Wir gehen einfach mal hier lang. Wir müssen den Dude ja noch finden. Da hinten läuft einer. Die Frage ist, ist er oben oder ist er unten? Wir sind bereit, von hier V2s zu launchen. Ich kann das nicht passieren. Okay. Ich werde diese ganze Seite aus. Sabotieren wir das nochmal. Wahrscheinlich da oben. So, den nehmen wir mal mit. Wahrscheinlich müssen wir da die Leiter hoch und den Typen. Wahrscheinlich ist der Typ oben. Dass wir den dann wirklich von auf den Berg drauf irgendwie mitnehmen müssen. Heute leider auch nicht so viel Zeit. Das heißt, wird wahrscheinlich auch nur Mission 7. Ich hoffe mal, dass es bei der nächsten Aufnahme wirklich Mission 8 und 9 sein werden, dass ich im Snap in die 5 abschließen kann. Sollte an sich sabotieren, wenn sie mir sagen, wie? Das ist ja an sich kein Problem. Ich will jetzt auch nicht alles Dingens nutzen dafür. Entspannen Sie sich. Runter! Sofort runter! So. Das war ein cleaner Sch. Abgesehen von ihm war es halt super gut geaimt, muss man dazu sagen. Aber war gut. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das wirklich so gut funktioniert gerade mit denen. So, wir plündern die mal. That's all. Dann Munition. MP ist immer ganz okay. Ich habe es jetzt zwar noch nicht die Thompson genutzt und nutzen müssen. Pistol habe ich auch. Sehr, sehr gut. Wahrscheinlich oben rauf. Ich kann mir zumindest gerade vorstellen, dass ich da oben ran muss. Geh hoch da.
Dass wir von oben irgendwas denn in den Sprengkopf reinmachen müssen oder sowas. Das ist übrigens eine V2. Kennen wir schon aus Sniper Elite V2, aber da sage ich es nochmal. Die ganzen V2, die ganze Testgelände, alles drum und dran waren Peenemünde. Peenemünde, Mecklenburg-Vorpommern. Einmal. Gyros are sabotaged. V2's not going anywhere far. Going to have to trigger the launch manually, though. Okay, da hinten hin. These coordinates, they're aiming at Normandy. Mahler's lost his mind. He's fine bombing his own men to push us back into the ocean. Okay. So, wir haben ja eine Dingens. Ganz gerne einen Blick hierüber reinwerfen. Also, Peenemünde ist halt mit 35 Meter. Nicht weit von mir. Ja gut. Wir klettern da erst hoch, sprengen das Ding. Also sprengen den Bunker auf. Lassen die V2 starten und dann töten wir mal Junkers und dann holen wir uns den. Die eigentliche Hauptmission. Außer wir können es knacken, dann würde ich natürlich eher knacken, das Ding. Das ist zur Produktionsanlage, okay. Ich habe den Ding jetzt nicht. Oh, na egal. Ach doch, habe ich doch aufgenommen. Okay, ja gut. Dachte eigentlich nicht, naja. Passt trotzdem. Gut, dann starten wir das Ding mal. Na komm. Nehmen wir eine schöne Cutscene. Mal gucken, es startet und explodiert wahrscheinlich in der Luft oder sowas. Okay, oder auch fällt halt instant wieder runter und explodiert vor Ort. Na, passt auf. This is where they're fueling the V2s to launch. Got to take out the fuel system. Leave their arsenal grounded. Okay, also wir haben einiges an Missionszielen jedes Mal. Sollte aber nicht so ein Problem sein. Als nächstes gehen wir halt im roten Bereich rein, beziehungsweise sind wir eigentlich nicht mehr oder minder schon drin. Töten Junkers und gehen dann weiter zu der Tankungsanlage. Gucken, wo der Typ steht. Wenn wir es überhaupt irgendwie 80 Meter. 80 Meter muss wahrscheinlich rechts irgendwo von mir stehen. Kann mir zumindest ganz gut vorstellen. Solltest du nicht eigentlich die Straße am Waffenlabor bewachen? It's heavily fortified. Should look for a way around it. Jetzt sollen doch alle auf ihre Station. Das war knapp. Okay. Die Frage ist halt, muss ich... Wie muss ich jetzt agieren, ist so meine Frage. Du hast recht. Eine Schachtel Zigaretten für dich, wenn du das nicht meldest. Geh einfach zurück auf deinen Posten, du Trottel. Na. Geh einfach zurück. Ich will einfach nur einen Schuss... sauberen Schuss auf den Dude haben. Hier sieht es nämlich so ein bisschen... Ja, perfekt. Komme ich durch. Ich muss ja irgendein Schussfeld bekommen. Meter. Sollen der sein? 45 Meter. Ist der unter mir? Alter, wenn er wirklich unten ist, bin ich ein bisschen angerippt. Da komme ich auf jeden Fall durch. Das ist nicht schlecht. Aber ich muss halt wirklich runter. Oh, shit. Okay. Ich muss wahrscheinlich unten wirklich in das Gebäude rein. Ach, verdammt. Schade. Ich dachte, ich kann ihn irgendwie von hier oben ausschalten, dass ich da irgendwie hinkomme. Aber das ist nicht der Fall.